Dashen. Dahin. Das Ding hat eine. Das hier hat eine Dreier-Range. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Dann kann ich hier hingehen. Und ihm noch Dinger hinstellen. Damit der Kollege sich heilt, ausgesetzt, er bleibt auch stehen und weint ja mal weg wie ein Idiot. Ah ja, alles klar, danke. Ich hätte auch mal weitergehen können, du. Side mission. Waves of Destruction. Defeat the corrupted army without losing any of the samurai of the great houses. So, und davor die Challenges. Complete the mission. Meditate at all the altars on the map. Das sind die Bonus-Dinger, wo man mehr Strength und so bekommt, ne? Und win without opening any chests. Was ist das denn? In der ersten richtigen Mission nach dem Tutorial haben wir nur Oma Geld abgenommen dafür, dass wir ihr helfen, die ganzen Leichen, die um sie rum liegen, zu begraben, die von Goblins gekillt wurden. Und jetzt sagen wir, ah, da sind wir drüber. Wir brauchen kein Geld. I see. We have found our honor. Waves of Destruction. Mission Details. Victory Objective. Survive until the Corrupted Army's Final Assault. 0 von 16. Ist das Runde 0 von 16? Oder Assault 0 von 16? Und Defeat all four Samurai die. The forces of corruption are spreading quickly and with unrivaled brutality. Men and women from all over the Celestial Islands are taking up arms to resist, but they cannot hope to win without aid from the four great houses. Dann, jetzt die Frage, ob hier ein Soothing Ward sinnvoll ist, wenn der healt, um die Samurai am Leben zu halten. Wir nehmen den einfach mal. Corrupted Army's Final Assault. Jetzt sind wir bei 1 von 16. Ich gehe jetzt davon aus, dass das Runden bedeutet. Wir dürfen keine Chests einsammeln. Und wir müssen an jedem Altar meditieren. Das sind die Altare, ja. Nummer 1. 2. Natürlich richtig in der fucking Ecke. 3. 4. Übersehe ich einen. Und Defense-Alter. Wir haben Draw-Alter. Strength. Hier oben ist die Energy. Gibt's überhaupt noch einen mehr? Ja, den Health-Alter. Gibt's den nicht hier auf der Map? Sieht nicht so aus. Wir sind hier. Sind das die Great Samurai? Samurai of the House of Ruby. House of Topaz. Das ist mein Homie hier. House of Jade. Und House of Sapphire. Die müssen wir im Leben halten gegen diese Lappen hier mit ihren 8 HP. So, wir dürfen keine Chests einsammeln. Haben wir die 100 Startgold bekommen? Nee, haben wir noch nicht. Was habe ich genommen? Stattdessen, ich weiß nicht mehr. Es wirkt tricky, dieses Castle mitzunehmen, weil wir hier Weltreise machen müssen zu den Altaren. Was bedeutet, wir nehmen zuerst mal diese Karte. 1, 2, 3, diese Karte und dann die City. Teleport, jawohl. AOE Damage. Und Cash absacken. You and all adjacent allies gain 6 Strength. Das könnte hilfreich sein, falls wir mal in der Gegend von unseren Samurai-Dudes sind, um ihn ein bisschen zu buffen. Free Damage increased by every tally. Ja, also das ist der Move, aber
weiß ich nicht, wie viele Teleports wir am Start haben werden. Hexing Board. Das könnte sinnvoll sein, wenn wir einen Ward bekommen. Hier können wir halt einen Ward summonen und machen hier einfach 7 Damage mit dem. Könnte eventuell sinnvoll sein, diese Combo gleich, wenn wir nur die ganze Zeit vorbeiziehen und die Samurai da fröhlich vor sich hin dödeln lassen. Während wir unterwegs sind. Ihr macht aber, Leute, wir müssen ein bisschen beten gehen. Ihr macht das. Könnten wir hier so im Vorbeigehen mit Range 3 ein bisschen Damage rauskloppen. Deswegen snacken wir uns die mal. Zieh jetzt schon die Energie. Ja, was soll's, dann haben wir sie schneller wieder. So, dann können wir nächste Runde hoffentlich diesen Altar da schon einsammeln. Wenn wir einen Dash bekommen, müsste das klappen. Die splitten sich natürlich instant auf, die Kollegen. Der Bruder kommt random zu mir marschiert. Da ist der Dash. Zack, zack. Und seek one move, reduce the cost of your next move card. Mhm. Bisschen Prayer Action machen. So, jetzt haben wir den hier unten eingesackt. Strength, Defense, Energy. Gefühlt wäre der Energy am sinnvollsten als nächstes, weil viel euch gegengehen heißt viel Energy, aber natürlich ist der auch am Arsch der motherfucking Heide. Aber hier ist relativ viel Plain und relativ viel Straße. Da kommt man eigentlich ganz gut durch. Ich snack den mal als nächstes. Und er slasht ja einfach die ganzen Kollegen. Sehr gut. War Preparation. The gate to the underworld has been activated and the first enemy wave will soon be upon you. Goblins are known to be scouts in the corrupted army, usually leading the way for more powerful troops. They have found their way to the islands and are now swarming through the portal in order to attack. Prepare your defenses. Train your allies. All allies gain base stats. Heal the wound, heal all allies, oder ich gaine base stats. Die allies. There's no time to waste. Better to be prepared than dead. You ask your few remaining allies to adhere to a military principle. Die Goblins kommen, reiß euch mal zusammen, habe ich ihnen gesagt. You will need discipline and skill if you are to win. You give advice on how to best sharpen blades and hold a firm stance. Gebe ich den Samurai. Even against multiple enemies, protecting the land from invasion inspires the men and women under your lead, and they quickly learn to become true warriors as the next wave becomes more dangerous. 2 Base Defense, das gefällt mir. Base Strength ist gefühlt Bonus, finde ich auch gut. Unsere ganzen Men and Women Samurai. Weil, weiß man ja historisch, dass da ganz viele am Start waren. In der sehr offenen Gesellschaft Japan. Okay, hier dürfen wir nicht hin teleportieren, aber den Cash einsammeln. Hat einer von denen schon Damage bekommen? Der hat 1 Damage bekommen. Der hat schon 25 Damage bekommen. Ja, was ist mit ihm? Der hat noch gar nichts gemacht. Hat er schon was gemacht? Der chillt hier auf dem Berg. Dann nehmen wir jetzt diesen Teleport, damit wir hier schnell rauskommen. Dashen dahin. Das Ding hat eine. Das hier hat eine 3er Range. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Dann kann ich hier hingehen. Und ihm das Ding dahinstellen. Damit der Kollege sich heilt. Ausgesetzt, er bleibt auch stehen und weint ja mal weg wie ein Idiot. Ah ja, alles klar, danke. Hätte auch mal weitergehen können, du. So, jetzt sind hier 5 so eine Schwachmaten-Dudes. Wo ist mein ganzes Geld? Haben die nicht für mich Cash gemacht? Oder behalten die das einfach selber, wenn die jemanden killen? Probier aber das selber, der Typ hat schon 50 Tacken. Ja, guck mal, jetzt, hätte ich den jetzt hierhin gemacht, hätte ich hier einfach, wenn der hier stehen würde, könnte ich dir einfach die beiden Homies instant killen. Aber nix ist.
Gehe ich hier durch, wenn ich dahin gehe, oder sammeln sie das ein? Hoffentlich nicht. Der macht keinen gewissen Unterschied. Wir können auch hier dann gehen. Ach wohl, nee, wir müssen ja an denen vorbei, ja. So. So. Quatsch, brauche ich gar nicht. Achso, ja. Jetzt könnte ich diesen Damage hier machen, auf diesen Ward. Aber da ist keiner. Okay. Okay, er steht neben dem Ward, das ist schon okay. Nice. Ah, das hat eine Zweier-Range. What the hell? Steht das irgendwo? Ah, ja, hier, Area 2. Nice. Area 2. So, ich kann diesen Hexing Ward hier hinschmeißen, damit die schon mal ein bisschen Vulnerability bekommen und gleich easier durch meine Kollegen killbar sind. Ist natürlich doof, dass ich jetzt nicht den Teleport benutzen kann, aber ich will diese Karte hier einsammeln. Ja, hier. AOE, Smash Dash. Wenn ihr keine Energie mehr, das könnte sogar ganz gut klappen, wenn die jetzt gleich kommen, in eine gewisse Range. Und wir das Glück haben, dass wir das Ding nächste Runde ziehen, was wir nicht haben werden, weil wir gerade refreshed haben. Never mind. Ansonsten könnten wir denen ordentlich eine geben. Bin gespannt, ob das 8er Homies bleiben oder ob da noch krassere durchkommen. Wahrscheinlich schon. Und wie es aussieht, sollen wir Runden überleben. Wir sind jetzt bei 5 von 16. Das heißt, es wird schon knapp zeittechnisch alle Dinge einzusammeln, alle Altare. War Preparation. The gate to the underworld is growing stronger. Don't be fooled by their small size. Trained in many forms of weaponry, goblins can wield spears, shields and even bows. And my axe. With equal efficiency. Goblin warriors are killing machines. Perverted by corruption and forced to do its bidding. Prepare your defenses. Perverted, huh? Da kommen wir jetzt in den Tentakeln hierher. Alle Allies Base Stats. There's no time to waste. Bad, das ist derselbe Blabla. Wieder zwei Defense mehr, einmal Base Strength mehr. Hatten wir nicht eine Quest, dass kein Samurai sterben darf? Wir haben nur die Feed Condition, dass alle tot sind. Huh. Eventuell ist der Weg, die Dudes hier zu buffen, dass wir uns gar nicht um den Fight kümmern müssen, sondern einfach immer weiter reiten können. Jetzt machen wir nämlich so hier. Killen die beiden Homies, kriegen den Move damit nochmal. Und killen dann die beiden Homies. Get fucked, bitch. Was ist das? Dojo, brauche ich. Nein, 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 stopp, stopp! Stopp! Oh. Okay, I guess wir spielen das nochmal. Ich brauche eine Stopptaste in dem Game. Na gut. So viel dazu. Oha, hier kommen schon ein paar dickere Homies. Fuck. Ist hier irgendwo eine Waystation, damit wir einen Horsey kaufen können? Le Horse, where you at? Sieht nicht so aus. Na gut, dann nicht. Scheiß. Dann sacken wir diese Karte hier einfach ein. Die nehmen wir auf jeden Fall hier. Refreshed mit einem Ward, der ist immer gut. Ah, so dumm. Was hat der denn für Range? What the hell?
Er stirbt nicht mal. Ich bin so verknackt, dass ich das nicht gesehen habe. Yay, einen HP hat er noch. Wäre schlauer gewesen, da reinzugehen, dass die mir einfach entgegenkommen. Und das nächste Ding geht auf. Ich mache weiter Stats. Bis jetzt wirkt das noch okay. Wir müssen aber auch darauf aufpassen, dass wir jetzt nicht drauf gehen, weil wir schon ein bisschen jetzt bekommen haben. 4 damage per enemy in the area. Wären 14, reicht nicht ganz aus. Ne, wenn ich das... Müsste ich das nicht hier hinschmeißen können? Achso, um mich rum ist das. Okay, okay. Also die beiden gehen damit drauf, eher nicht. Also die gehen nicht drauf, aber die können den Damage. Also wären das... Warum steht da 14? Damage per Enemy. Wären 8. Was ist das hier? Hier gibt keinen Sinn. Wir reden mal, gehen mal davon aus, dass es wirklich 14 sind. In einen davon würden wir tot kriegen. Das ist irgendwie nicht so wirklich berauschend. War doch gar nicht wahr, das ist ja eine Area. Doch, kriegen beide tot. Nice. Und nochmal das Ganze. Nice. Alter, was ein Range. Holy shit. Aber quer über die Map. Dann. Range 3. Von hier aus würden wir den Typen erwischen. Zack. Und teleportieren uns hier hin. Bisschen meditaten. Und das war's dann auch schon. Mehr geht nicht. Oha. The gate to the underworld is almost fully open. Oni can serve either as rank and file foot soldiers or as the elite forces of the corrupted army. They are now marching in great numbers through the portal and will crush anything in their path. Wir machen wieder Base Stats. 2 Onis, 50-50. Wir haben einen Teleport am Start und den Move-Sieg. Machen wir so und so. Harter snacken. Dann machen wir das Wheel of Faith. Und den Teleport. Wir müssen jetzt dahin wandern. Nevermind. So. Und dann.
Ja, können nichts anderes machen, außer hier in Maschinen. Deal 10 damage. Range 3, Area 1, deal 1, 6 damage. Teleport 2 tiles, then gain 1. That's trash. Wir machen das hier, weil hier relativ viele Planes sind. Kommen hier aber auch nicht mehr runter jetzt. So, Base Draw. Ziemlich beschissene Karten gezogen für diesen ganzen Abschnitt hier. Sind hier mega lang unterwegs. So, mal gucken, wie lange er hier überlebt gegen die beiden dicken Klötze. Die beiden Gammeln hier im Wald. Okay, der Bruder ist nächste Runde kaputt. Ich kann nichts machen von hier aus. Gehen wir zum Shrine gehen und chillen. Ich will nichts destroyen. Was? Er sagt, nee, ist mir egal, ich geh weg. War preparations. The gate to the underworld is now as strong as it could possibly be. The corrupted army is starting its final assault. They are dead set on ravaging this island until nothing but ashes and corpses remain. Defense is no longer an option. You must crush this last wave of enemies with all your might. Prepare your assault. Ich glaube, ich heal ihn. Fresh soldiers make all the difference in battle. You take a break from the endless assault while you can, giving food and healing herbs to those who are badly injured. You hope the drink you share with these people won't be your last. These people. The corrupted monsters are coming and the fighting is harder than ever. All allies recover 30 health. Damit ist der eine Kollege wieder aufgeheilt und er auch. Der war nämlich fast tot hier. Dann können wir noch ein bisschen rauszögern sein. Verrecken. Okay, hier oben kommen welche, da kommen welche. Die 6 müssen wir alle killen. Und ihn ja auch. 9 Kollegen. Und natürlich müssen wir denen entgegengeben, um dieses Ding einzusammeln. Dann einmal so. Teleport 3 Tiles. Dann flick one slow. Ich glaube, ich mach den... Ich mach die Strength. Mal gucken, ob ich mich gleich mit den Homies versammeln kann. So, einmal hier durch, einmal so, einmal so. Was hat der für Moves? 14 Damage macht der. Ich würde ihm 6 noch dazugeben, hat er 20, das Ding hat 24. Schade. Heißt, er würde nächste Runde 14 Damage machen. Kriege ich da 10 Damage drauf auf den Kollegen? Ja, hiermit. Ich glaube, das brauche ich eher, um dir kaputt zu machen. I'm sorry. Du machst das schon. So, Ring of Fire wirkt sinnvoll. Oder reduce the cost of your next attack move. Kommen wir noch an Karten vorbei. Hier nochmal, aber das ist keine Rare. Könnten eventuell noch mal eine kaufen, wenn wir hier wieder hin zurückkommen. Falls wir die dicke, fette Monsterkarte bekommen. Weil bis jetzt kosten unsere Tags alle nicht so crazy viel. Außer der Firestorm. Ich mach diesen Ring Damage, wenn die jetzt alle sich versammeln und wir auch auf 2 Range 10 Damage verteilen. Wirkt sinnvoller. Uiuiuiui.
Bye. Homie Nummer 1 ist tot. Von welchem Haus war der? Die Bars, Jade und was ist er für eine? Sapphire. Heißt also, der Ayaka-Homie ist verreckt. Hang on. So, wir müssen hier hin. Haben wir noch einen Teleport hier drin? Da haben wir einen. Okay, wir hatten den Teleport mit 5 extra Damage nächste Runde in der Hand. Oh Gott, wie weit ging der? 3 Tiles. 1, 2, 3. Also diese Tiles, auf die muss ich jetzt kommen, damit ich nächste Runde dahin teleportieren kann. Ist das der einzige? Das ist der einzige, wir könnten auch jetzt schon dahin. Dann kostet der auch nichts. Hat überhaupt keinen Unterschied gemacht? so. Und so. Base Strength. Wenn wir von hier aus noch so einen Kollegen hier tot bekommen könnten. Obwohl, nee. Haben die 100 Attacken? Der hat 50. Nochmal 50. Wenn ich von hier aus die beiden, oder zumindest von hier aus, noch 2 kaputt kriege, dann könnte ich mir nochmal die Extra Strength kaufen. Hiermit wären es mit der Strength-Karte 14 Damage und durch die Vulnerability wären es 17, wäre auf der Hälfte der AP. Könnte ich aber auch gar nicht spielen. Doch, könnte ich damit. Aber das, obwohl ich von hier oben wäre, ist ja die 2er Range. 9 Damage. Wenn 13 plus 12 wären 25 plus 6 wären 31. Ne, tot kriegen wir den nicht. Dann gehe ich, glaube ich, einfach nur hier hoch. Achso, ich habe die 3 von da vergessen. 2. Okay, 11. Okay, den können wir gar nicht spielen, weil die Energie nicht reichen würde. Wären 23 plus 8, wären ein, auch wieder 31. Es lohnt nicht. Dann machen wir nur das hier. Treffen wir aber beide mit. Das ist doch schon mal ganz cool. Kommen die jetzt hier anmarschiert, versammeln sich möglichst um uns rum. Nice. Das ist geblockt. Die Hälfte geblockt. Ist das so ein Kollege, der hier drauf geht, wenn er seine Base Strength verloren hat? Das ist so ein One-Shot-Homie, aber dafür haben wir den fetten Movie am Start. So. 11 Damage. Damit würden wir den killen und würden eine Kopie bekommen. Damit wäre der auch kaputt. Ja. Hier ist sogar Renewal, wenn wir den Ward haben. Aber wir haben, es ist gar kein Ward Placement, das ist ein Ward Zerstörer hier. Okay. Dann einmal so. Kerblam, damit ist der kaputt. Danach ist der kaputt. Und nochmal auf den hier. Hat der nur noch 10. Wir könnten dem jetzt entgegengehen und ihn kaputt kloppen, aber eigentlich ist das. Eigentlich ist das Quatsch, weil wir uns lieber um unsere Homies hier versammeln sollten. Der soll zu uns kommen, der Typ. Deswegen gehen wir hier in den Wald. Snaggen die Karte.
One card per adjacent enemy, seek one move. Drei Vulnerability, das könnte ganz praktisch sein gegen die ganzen dicken, fetten Klopper da gleich. Ich glaube, den hier gegen die fetten Defense-Dudes. Und damit, wenn ich auf dem Corrupted Shit stehe, ziehen wir noch die Energie und wandern einen weiter. Oha. Die getting involved. Jetzt müssen wir die hinterher heilen. Oh. Digga. Die machen aber wirklich Damage für die Fetten. Ja. Und der nächste ist verreckt. Halb so wild, wir müssen die Mission eh nochmal spielen. Seek one move, gib mal Teleport. Sind 3 Energie. So eine Tanky Boy hier in einem rumstehen. Der muss aber, sagt sich, er denkt, war drei Uni. Also nächste Runde müssen wir in jedem Fall involved werden. Frage, ob ich nochmal in Richtung Stadt hier gehe. Da waren wir aber schon drin. Ich weiß gar nicht, ob es da noch großartig was zu kaufen gab. Dann gehe ich hier hin zumindest. Dann können wir über die Plains hier hinwandern. Nice. Okay, er macht Trottelmove, er macht auch Trottelmove. Der hat nur 5 HP wegen dem ganzen Corrupted Schwachsinn hier. Und wir haben natürlich absolute Trash-Karten im Angebot. Kriegen wir den geburstet? 54. 13. 27. 36. 52. Wenn ich mir jetzt merken könnte, was da in dem fucking Dorf zum Kaufen war. Ich glaube nicht, dass es irgendwas war, was uns jetzt hier nochmal dicken Damage gibt, aber killen würden wir ihn sowieso nicht. Machen wir die hier. Das ist quasi wie 25 Damage. Das ist eigentlich ganz gut sogar jetzt gegen den Kollegen. Einmal so. Das sind 14. Ja. So. Ja, alles klar. Reingehauen. Victory Condition ist jetzt, alle remaining Homies zu killen. Also nicht die Homies, sondern die Corrupted Kapitalistenschweine. Sind noch die drei hier. Die drei. Okay. Kriegt der den da tot? Fucking 5 HP, die gleich noch weniger werden.
Oh mein Gott, er geht durch Corruption sogar drauf. Ah! Na! Okay, kriege ich die alle auf mich gezogen und kriege ich die alle getankt? Unwahrscheinlich. Richtig Trash-Karten jetzt hier rausgezogen. Nee, das wird nix sein. Also. Area 2. Wenn ich hier hingehe. Nee. 1, 2, 3. Da habe ich schon gar nicht mehr genug Energie. Ah, Big Oof. Ich sehe keinen Weg. Ich kann nur hoffen, dass wenn ich jetzt hier hingehe, ich die Dudes gepult bekomme. Ihn ja auch auf mich gezogen kriege. So. Dann gebe ich mal noch allen Strength. Kann er noch einmal zukloppen. Und dann mal gucken, ob er das überlebt. Okay, er geht schon mal weg, das ist gut. Er geht auch weg, das ist auch gut. Jetzt ist die Frage, ob die Bogenschützen-Pisser jetzt auf mich schießen oder auf den. Ah! Bescheuert ist, wenn sie jetzt auf mich schießen, war das auch kein Riesenunterschied, weil viel halte ich auch nicht aus. Wo Big Damage? So, 35 Damage, renewed, wenn wir ein Ward haben. Damit würden wir den da killen können. Wir haben nicht genug Energie für diese ganze Scheiße. 13 Damage, Teleport, 7 Damage an alle, die in Range sind. Wenn ich mich hier hin teleportiere, würden die beiden 7 Damage bekommen. Kann ich wahr, sogar mehr, weil es ein Hill ist. Hill macht was? Plus 2, ne? Wenn beide 9 Damage bekommen. Wenn ich das dann auf mich drauf mache, gibt es nochmal 10 dazu. Was für ein Ranger das? 3. Treffe ich das von da aus? Ja. So. Ich könnte beiden 22 Damage machen, wenn ich das auch nicht drauf mache. Beziehungsweise, wenn ich einen. Ne, wir haben ja nur 3 Energie. Ah. Und ich muss dich auch den da killen. Das mache ich mal als erstes. Danke, ich wollte die Karte wieder zusammensammeln. Oh. Okay. Nervig. Gut, dann. Stupid. Einmal so. Und jetzt ist die Frage, ob ich die 38 Damage auf den da mache oder auf den da. Was haben wir denn als nächstes im Angebot? Den Ring. Wieder diese Copy-Geschichte. Und nochmal die Copy-Geschichte. Ich kill ihn hier. Wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, den jetzt low zu machen, aber so ist es jetzt. Ist die Frage, ob wir beide jetzt die Runde überleben. Wenn ja, dann stehen die Chancen wieder ganz gut. So, Ring 2 wäre hier. Dann 16 Damage. Gibt es irgendeinen Ring 2, wo ich beide erwische?
Nee, die erwische ich nicht. Dann lohnt sich der gar nicht so wirklich. Dann lieber den Refresh hier. Einmal so. Dann einmal den mit Refresh. Kriegt auch der drin rein. Dann nochmal 16. Dann nochmal 11. Und nochmal 11. Okay, nur noch die beiden hier. Er macht 8 Damage und 12 Damage. Müssten wir eigentlich überleben können. Er sagt, komm, geh hin, aber soll er. Das Bescheute ist, dass wir sowieso nochmal neu machen müssen, weil wir auf diese bescheuerten Geldtruhe gelandet sind. Boah, jetzt haben wir richtig behinderte Karten hier bekommen. Hier kriegen wir zumindest den Kill. Ja, okay, damit reicht's. Bis auf 3 Range rankommen. Hier hin. Hab ich das? 1, 2, 3. Ich komme nicht auf zu dem hier. Ja. Jetzt steht er da am Weg, ey. Weil hiermit würde ich den killen, denn er würde das refreshed werden. Nee, ich würde ihn nur killen, wenn ich auf so einem Ding jetzt hier drauf stehe. Oder halt das mache. 1, 2, 3, 4, 5. Dieser Idiot sich da in den Weg stellen muss. So dumm. Hey, wollen wir die killen? Ja, okay, pass auf, ich stelle mich aber hier hin, wie wär's? Ist das beknackt. Ja, ich muss dastehen. Warum kostet das denn 2? Ich bin auch noch geslowt. Okay, never mind. Ja, dann kriechen wir hier mal ganz langsam dahin und ich gehe schon mal hier drauf. So. Wäre nett, wenn du den nicht entgegengehst, du Idiot. Oh, der geht jetzt drauf, Runde ist vorbei. Hat sich erledigt. Okay, er geht weg. Sehr gut. Oh, danke. Toller Samurai. Hierhin, Range 3, zack. 1, 2, 3, 11 Damage, 11 Damage, nochmal 11 Damage. Reicht nicht ganz. Ah, aber damit, mit dem Energy, Strength Upgrade. Was haben wir hier? Nur Trash, machen wir das hier. So, Strength Upgrade. Einmal 15, der ist tot. Der kriegt auch 15, hat dann noch 10. Ich habe keine Energie mehr. Sure. Du bist ein Idiot. Du hättest die letzte Runde schon vorbei sein können, ja, der Spaß. Ja, wandel du mal weg, das finde ich gut. Ist der in Range? Warum kann ich das machen? Also ich kann es auf mich selber drauf machen. So und so. Bam. Nice. Ah, jetzt müssen wir das nochmal machen, mit ohne Geld einsammeln. So stupid. So, Misaki auf Level 10. Was bedeutet, wir können es mit jemand anderem machen und die XP abgreifen mit dem, weil wir die Mission ja nochmal machen müssen und deswegen... Destroy a card from your hand. 8. Hä? Was bringt denn das? Warum sollte ich eine Card von meiner Hand destroyen wollen? Ist das wirklich nur, um das Deck zu streamen? Okay, die Karte ist Trash. Deal 8 Damage, Surrounded, 6 Strength. Ja, wahrscheinlich wieder die, ja. Hier sind schon wieder keine Spikes. Ah.
Nehmen wir den hier. So, hier, Spike. Spike und Defense. His turn. Ja, der ist unsinnig, weil wir uns wenig bewegen können. Range 4, charge an enemy dealing damage equal to your defense. Ja, das und dann können wir es damit auch machen. Area 1, deal 8 damage per adjacent enemy. Mhm. The 6 damage gain 3 defense per adjacent enemy. Den auch und den können wir ganz nicht mehr leisten, okay. Draw 1 card, deal 8 damage. Deal 8 damage gain 8 defense, ja. Also. Mit Defense hätten wir gerade überlebt. Deswegen snacken uns die jetzt mal. Da gehen wir nicht drauf. Und ich glaube auch da gehen wir. Ich weiß nicht, das lohnt, ey. Ja, doch. So. Range 4, charge an enemy, dealing damage equal to your defense. Charge an enemy, gain 10 defense. Range 4, area 2. Charge an enemy on arrival, provoke enemies in the area. Das kostet nichts außer Geld. Range 3, charge an enemy on arrival, deal 6 damage to all adjacent enemies. Ich mach lieber die hier als diesen Provoke. Aber trotzdem Range 4 haben. Base Stats. Wie diese Arschlöcher, die die ganze Weakness-Geschichte am Start machen, was doof ist. Okay, damit kann ich chargen. Okay, eins. Spike für jede Dinge, die wir uns bewegen. Damage equal to your defense. Das machen wir später. So. Und zwei hier hin. So. Und nochmal das hier. Und die Damage auf den. Okay, nice. Hat er gerade einen gespawnt? Nice. 4 Damage an allem um uns herum. Zack. Dann hierhin kostet wie viel? 2? Ja, passt. Wunderbar. Dann nehmen wir hier die Karte mit und dann chargen wir ihn und killen ihn damit. Sind hier Spikes dabei? Nein. Area 2, deal 6 damage, gain 10 gold per enemy hit. Area 1, deal 8 damage per adjacent enemy. Die nehmen wir, glaube ich, gleich wieder. Range 4, charge an enemy, gain 8 defense. Discard your card. Ja, wir nehmen wieder die hier. Die war ziemlich gut gerade. Und. Ja. Super. Ein deutlich besserer Anfang. Jetzt können wir straight durchmarschieren zu dem Castle. Base Stats.
Und auch wieder das hier spielen. Und bis dahin wandern. Schön die Spikes klar machen. Ist ja gut, wenn wir dieses Spike-Item bekommen könnten. So, wo kommen wir doch hier? Ne, gar nicht wahr. Gain 1 Strength from the player move card. Gain 4 Defense for every adjacent ally at the end of your turn. Draw 1 card when you start a turn in your plane. Vorher, true health in your hand is empty. Das ist ja schon wieder absoluter Müll. Dann machen wir den extra draw und den defense, I guess. Und fahren ja hier rüber wieder, so wie letzte Runde. Jetzt müssten gleich die nächsten Typen spawnen, genau. Base Stats. Kein Movement. Einmal so, einmal so, einmal so. So, ja, Punkt. Geht es nicht? Ah, warum kann ich ja nicht hochfahren? Wegen der Straße? Müsste es nicht wegen der Straße gehen? Achso, wegen Mountain. Ja, stimmt. Wären es 3. Okay. So, Upgrade. 13 Defense, 4 Spikes. Das ist die andere Spike-Karte. Range 5 Charge. Machen wir die extra Defense und die Spikes. Hier unten schon gespawnt? Nee. Wenn ich den charge, wo dann nicht da? Auf der absolut falschen Geschichte. Kann ich den chargen? Fast. Das ist Range 4. 1, 2, 3. Wenn ich hier hingehe, müsste das doch eigentlich gehen. Ja. Diese Bogenschützen, ey. Jesus. Wieder Base Stats. Hier lohnt sich gar nichts wirklich. Dem dahin marschieren ist unsinnig. Deswegen war nicht, glaube ich, einfach hier rauf. Surrounded Spikes. Ja.
Hier noch eins snacken gleich. Okay, der kommt auch anmarschiert hier. Ah, das geht nicht ganz auf. Könnte ich den? Ich glaube nicht, ob er denn hier hingehen würde. Wir testen es. Nee, in den Wald, okay. Nee, tatsächlich nehme ich mir dann lieber die Karte. Double your current defense. This turn gehen once we're gonna wear your tile. Das ist. Zwei davon ist zu viel. Das ist auch gut. Double your current defense. Na, ich hätte noch weitergehen können. Oh Gott. Ich habe damit abgeschlossen, dass ich keine Karte mehr spielen kann, also kann ich auch nichts anderes mehr machen. Nice, er killt sich selber. Warum ist er eigentlich schon wieder so fucking low, ey? Hier, wieder den Charge. Komme ich damit in Range von denen? Nee. 1, 2, 3, 4. Nee. Aber auf ihn komme ich drauf, oder? Doch auch schon von hier, ja. Dann machen wir Double Your Current Defense. Und zack. Und die drei Spikes. Und die Karte. Ist immer greedy. A defense draw one card. First strike in 9 defense surrounded gain 3 spike. Würde ich lieber hier hin marschieren, aber da komme ich eh nicht hin. 14 Damage. Könnten auch 22 Damage sein, der hat 34 HP. Ich glaube, ich wandere weiter. Guck, ob ich an die Typen herankomme. 1, 2, 3, ne, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Doch, das müsste doch gehen. Wenn ich das, na, ne, never mind. Ich muss halt, will ja das spielen, um die Spikes zu bekommen. 1, 2, 3, 4. Da kann ich nicht drauf gehen. Snack ich mir einfach die Spikes. Ja, ich glaube ja. Ach krass, ich kann dafür kann ich ihn durch nicht durchgehen, dann kann ich ja doch chargen. Ja, ich habe gleich noch einen Ad. Wieso nicht? Ach, weil ich den Skill gespielt habe, ja, never mind. Okay, der eine ist schon tot, nice. Äh.
Will ich healen oder Stats? Ich fand eigentlich Stats ganz gut, aber ich glaube, ich heal mal. Ich glaube, ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Sollte mich langsam hierher begeben. Oder ich könnte ihm hier helfen, den Typen zu killen. Ja, das glaube ich, Mario. Da hat der den ja schon mal weggetankt. Nice. So, hier haben wir den Charge wieder. 1, 2, 3, 4. Das komme ich nicht, wieder nicht ran, ey. 1, 2, 3, 4. Der Typ ist so lahm. Ah, hier mit dem Ding aber. Okay. Das macht Damage equal to your defense. Heißt, wir gehen hier hin. Sind 3. Eins, zwei, drei, vier. Das reicht trotzdem nicht, glaube ich. Eventuell hier. Eins, zwei, drei, vier. Doch, das würde gehen. Eins, zwei. Aber nicht wirklich viel Defense, um da Action zu machen. Weil eigentlich würde ich gerne das vorher noch machen, aber das wird nicht klappen. Also eins. Energy. Hier drauf. Und zack. Na, ich dachte, das würde beide treffen. Na, da hätte ich auch hier reingehen können. Na gut. Zumindest kann mich hier der dicke Ogre noch nicht angreifen. Sondern nur die beiden Bogenschilder. Obwohl, die gehen jetzt wieder weg und machen wahrscheinlich Platz. Digga. Cross-Map-Snipe. Wieder Charge. Equal to your defense damage. This turn. Spy Pro. Range. Hat er sich selber gekillt? Ah ja, nice. Auf jeden Fall die Spike-Geschichte. Nichts im Defense zu machen. Zack. Und dann. Einmal muss ich ihn damagen. Damit er sich nächste Runde selber killt. Und einmal so. Das war Quatsch, glaube ich, das zu machen, weil ich kriege den Typen ja eh nicht low. Aber zumindest tue ich ihm so seine Angriffspower. Nee, doch nicht. Guck mal, eigentlich steht der Attack twice, aber er kriegt trotzdem nur einmal die Strength abgezogen. Ja, war Quatsch, da die Strength zu spielen. War dumm. Ging ja nur um den Angriff, dass seine Strength verringert wird durch Angriffe.
So, jetzt kann der Home sich selbst killen. Okay, Defense. 11 Damage. Okay, 9 Defense. Und nochmal 17. So, haben wir 23 Defense. Wenn der jetzt uns angreift, ist er tot, außer wenn er der Defense jetzt schon zurückbekommt. Ich glaube, es geht aber erst, wenn ich nicht wieder dran bin. Ja, ist der hier war eine gute Idee. Na ja, doch, er hat wieder die, seine Dinge zu bekommen. Was? Oh, Spikes. Ich krieg den nicht kaputt, ey. noch mehr Defense. Ich tank das einfach durch hier. Dann war der schon mal los. Ich bleib da. Kann er sich mit den Spikes killen. Wir wandern weiter. Ich habe doch gar keine Double Your Current Defense. Ich hätte das hier machen sollen. Oh, ich bin so doof, ey. Wirklich. Jetzt ist das Quatsch. Egal. Nee. Ist auch Quatsch. Weil ich ja denn. Ja doch, kann ich den noch machen, während 14 ist. Reicht auch nicht. Es ist Schwachsinn, ey. Ich glaube, ich wandere einfach los, ey. Horror. Nein! Oh mein Gott, was für ein Glück. Oh. Oh mein Gott, warum ist er da nicht drauf? Habe ich es jetzt wirklich rechtzeitig abgebrochen? Gee. Glück gehabt. Das ist so fies hier, diese dummen Dinger, die da rumliegen. Das wären 19 Damage. Und wer, wenn ich noch eine Angriffskarte rausziehe? Ja, sehr gut. So. Digga, dass ich das hier fast verkackt hätte, weil ich hier drauf gegangen bin. Ah. Schon fast durch hier? Ist das denn nicht der letzte hier? So, der letzte Kollege oder was? Ja. Sure. Yay, 10 Spike. Kloppt den Homie kaputt. Jawohl. Nice. Und Level 4. Sehr gut. Dann auf zur Map. Hier hin. The shattered blade, the pieces of a powerful weapon have been scattered on a distant island. You must retrieve the pieces to reforge this weapon.
Legends say that hundreds of years ago, the first Maho Kenshi forged the most magnificent katana, the Purifying Blade. This weapon could defeat any foe, but its power was too great for any one man to wield. To prevent anyone from being tempted by such power, it was shattered, cursed, and lost to the ages. As ominous as the legend sound, finding all the blade shards and forging it anew could be your best chance to defeat corruption. Will nicht zynisch sein, aber halt das magische Schwert, eine Waffe, die zu krass ist, als dass man sie wielden sollte. Hallo, hallo, Herr der Ringe. Und ein kaputtes, zerbrochenes Schwert. Hallo, hallo, Herr der Ringe. Okay. Machen wir jetzt einfach mit Kaito weiter und leveln den durch? Sure. So, jetzt das tatsächlich halte ich das gar nicht verkehrt, hier dieses Gain 10 Defense und Gain 2 Spike. Und mach ich sogar, was soll das? So, und hier bitte den Helm, soll ja auch richtig aussehen. Let's give it a try. Mission Details, Victory Objective, Collect 10 Shards. 10, okay. Legend has it, oh, ist das ja das, was er gerade gesagt hat? 10 Damage, ist das hier Schneeland? Deal 8 Damage, Surrounded, Gain 6 Strength for Attacking. Range 3, Deal 1 Damage, Provoke the Targeted Enemy. Achso, das ist der Steinschmiss, ja, stimmt. Dann haben wir den hier. Was sind die Sidequests? Collect 3 Shards in a single turn, win having collected all the Shards. Huh? Collect 10 Shards, win having collected all the Shards. Anscheinend geht's danach noch weiter. Wahrscheinlich kriegen wir dann die heftige Megawaffe und müssen dann noch gewinnen? Hä? Nee. Ist nicht die ganze Quest, dass wir die alle einsammeln sollen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, okay, sind mehr als 10. Wir müssen also, oh mein Gott, das ist 15? 1, 2, 3, 4. Once again, ich würde gerne weiter rauszoomen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Aber wir starten zumindest direkt neben dem Castle. 1, 2, 3, ja. Gainer, er ist surrounded, 3 Spike. Finde ich gut. Talisman. Gain 1 Spike every time you take damage. Roll 1 card. Gain 4 defense for every adjacent ally. Wir haben keine Allies. Destroy it, wir sind unsinnig. Draw 1 card. When you start your turn on a plane, recover 5 health and you kill an enemy. Ja. Und dann wandern wir hier in Richtung des ersten Pieces. Shard retrieved. You have found a chest full of gold and jewels, but the most precious treasure is a shard. As you take it, you feel the chill of the curse trying to convince you to abandon your quest. But your sense of duty is stronger than the twisted influence of the curse. You know that the fate of the Celestial Islands depends on finding every shard. Nothing can deter you now. You gain 1 shard curse card and 150 gold. Shard curse, unplayable. When drawn, lose 1 health. Gut, dass wir Saito sind. Hier finde ich's okay. Corruption equivalent to target strength.
Ich überlege, ob ich jetzt hier schon Defense anmache. Nee, komm. Da wird es noch bessere Momente geben. Ah, hier ist noch eine Sidequest. Muss das auch noch klar machen. Wirklich, ich krieg den jetzt nicht kaputt. Ach man. Hätte ich mal die Spikes genommen. Range 3, charge an enemy on arrival, deal 7 damage to all adjacent enemies. Das wirkt schon mal gut. Die Spikes wirken auch gut. Ja, komm. Wir machen mal jetzt Full Spike Action. The ghostly Miko. As you walk along the edge of the island, you notice a peaceful shrine up ahead. It is being desecrated by several Oni. You rush in that direction, but they are long gone when you arrive. In the silence of the ruins, you can faintly hear the lamentations of a dead Miko, a shrine priestess. No, the shards, the sacred bowl! We swore to protect them, but we could do nothing as the Oni tore them from the reliquary and murdered us all. Mao Kenshi, I command you to hunt them down and return these blessed items to safety. If you fail to right the sacrilege, I will haunt you until your dying breath. Side quest, defeat the two Oni, who desecrate the shrine. Quest reward, blade shards. Muss man also machen. Regen and the blessing. Und wenn nicht, dann kill die uns einfach, oder was? Oh, das ist natürlich auch noch über Wasser hier. haben wir schon einen Charge am Start? Wir haben noch keinen Charge, ne? Nee. Nee. Das ist schön, aber außenrum, Mann, ey, hier. Nehmen wir jetzt Cash hier mit. Ist das ein Dojo? Ja. Und come on for you! Oder you coming for us, I guess. So. Ich weiß gar nicht, ob sich das hier schon großartig lohnt. Sure. Und sure. Und sure. Ja. Machen wir mal alles. Gib Upgrades. Ist auch schon gar. Nee, ist noch nicht gearbeitet. Okay. Schön die Spikes abgreifen. Ich fahre direkt hier runter, der kommt mir hinterher. Der andere kommt auch hier hin, dann sammeln wir direkt die Karten ein. Marschieren aber weiter. Jetzt geht es ja wirklich darum, einfach krass zu werden, weil die Runde auf jeden Fall lange dauert. Zeit für Defense. So, 22. 32 Damage. Ich fokussiere mal ihn hier. Hm? Ich bin schwer geslowt. Na, Gott. Beide, woran ist der verreckt? Hä? Woran ist der gerade verreckt? Weird. Ich
Deal 6 damage, gain a defense, a damage defense for weakness. Yep. Bisschen nervig. Wahrscheinlich ziehen wir jetzt nur noch Curses hier raus, ey. So slow. Digga. Ach scheiße, ich hätte die Spikes machen sollen. Wir gehen 10 Regan. The Bowl of Life is our most precious artifact, she whispers as if revealing a secret. The Enchantress herself drank from the bowl. Because you have returned it, you may all do so also. Have a sip of the water and you will be infused with life. You gain 10 Regen. Krieg ich 10, jede Runde 10 zurück? Ah ja, hier. Recover 1 health per charge. Okay, cool. Ich hätte ja das vorher machen sollen, damit ich den Spike-Shit bekomme. Nicht aufgepasst. Base Defense. Jetzt sind wir noch geslowt, ja. Also. Dahin. Ja, das war dumm. Ich hätte das Defense-Ding machen sollen, bevor ich den Dicken angegriffen habe. All Shard Curse Damage increased by 1. Digga, gib mir die Stats. Müssen auf jeden Fall hier in die Stadt und zu dem Healing. Oh mein Gott. Okay, Defense. Und das Ding rausschmeißen. Jetzt sind wir 25 corrupted. Krass. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Ich glaube, dafür hätten wir das Dojo-Upgrade kaufen sollen, dass wir... Ne, Quatsch, das ist nicht ein Dojo, so war das, an Shrines, wo wir über unseren Onkel nachdenken. Area 1, deal 15 damage, fatal attack, upgrade 1 card in your hand. Lol. Ja, schon. Und den Charge nehmen wir auch mit. Gain Defense. Den nehmen wir auch mit. Den auch und den auch. Komm, nehmen wir alle. Gib alle. Kann ich hier rauf? Aber es lohnt sich auch gar nicht darauf zu gehen. Ja, ich glaube, wir gehen einfach drauf an dem fucking Corruption-Scheiß. Krass. Komm, wir sind schon tot durch das Corruption-Zeug. Wir haben nichts, um das wegzumachen.
Ja. Okay. Ha. Was soll ich denn dagegen machen? Try again? Mhm. Ja. Bin gespannt, was das Upgrade von dieser Karte bringt. Two strength when you have less than half your health. 25 more gold. 4 defense. Ja. Hm. Energy for kills. Gain one energy after entering two forest tiles. Also wenn ich 4 ausgebe, um in Forest zu gehen, wir nehmen das einfach mal. Dann könnte ich quasi noch einmal zuhauen. Gehe ich gleich hier hin? Kann ich ihn direkt hier anlocken? Na, fuck. Das ist ein Hill. Ich dachte, es wäre auch ein Mountain. Mehr bewegen, gut. So. Come to me, boy. Alles andere gewinnt nicht.
Schön, dass er mal wegmarschiert. Die gute alte Bowl of Life. Wir haben wieder viel Energie, aber können nichts damit machen. Ich will das ja eigentlich nicht benutzen, so wirklich. Weil da kloppt uns ja gleich wieder was drauf. Zu geht, dass ich mir nicht aussuchen kann, wo er hin sich bewegt. Also warum kann ich nicht hier ihn chargen und ihn dann angreifen? Kann ich so machen und dann so? Dann geht er in den Wald. Ja, auch okay. Nice. You gain 2 shard curse cards. You have defeated the Oni who took the shards. The first Mahokenshi brought them to our sanctuary long ago for protection. But in recent times, they seem to attract these vile beasts. You may keep the shards, of course. After all, there is no more suitable guardian for them than a Mahokenshi. Ach so, die shard curse Dinger sind die Schwertdinger hier. All shard curse damage reduced by 1. Nice. You have been true to your word, Mahokenshi. The bowl is safe and our duty as guardians of the shards has finally ended. Thanks to you, we may now rest in peace. Please receive our blessing and support in your quest. Okay, ist also sinnvoll, die am Anfang direkt zu machen, die Geschichte. Und jetzt können wir diesen Negative Status Shit hier wegmachen. Bye bye. Und wandern. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Also diese dicken, fetten Pisser nicht mehr verfolgen. Collecten wir jetzt so ein bisschen Stuff. Ist irgendwo eine City eigentlich? Das ist eine City? Ja. Dann wandern wir hier nach oben. Gehen hier hin, sammeln erstmal den ein. Ah, da sieht der uns. Das sind diese Pisser, die den Corruption-Shit drauf machen. Die sind richtig nervig. Hm. Vielleicht gehen wir auch einfach straight hier hoch. Ja. Gib Upgrade. Nice. Ja, ja. Und der Rest ist eigentlich unsinnig. Den können wir noch mitnehmen, ja. Ich weiß nicht, ob. Komm. Wir haben so viel Geld, was soll das? Wir haben kein Geld mehr. Haben die schon geargot hier? Nee. Spikes und Defense. Den kaputt schlagen. Und den verprügeln. Und noch 2 Energie. Die Karte können wir noch mitnehmen. Gain 5 defense, increase by 4 by adjacent enemy, deal 1 damage, increase by 1 per defense you have instead of strength. Okay. Prepare, gain 1 spike, 3 spikes. Ja.
Die Arme klang aber auch ganz gut, ehrlich gesagt. Defense durch Strength, also Strength durch Defense ersetzen. Jetzt kommt er hier wieder mit der Corruption. Kacke, Alter. One, 8 damage per adjacent enemy. Gain 1 spike per 4 defense you have. Das kostet gar nichts. Ja, finde ich gut. Damage. Drei Spikes. Jetzt habe ich keine Defense. Schade. Wandere ich hier weiter zu dem Ding? Ich glaube fast ja. Dann haben wir das auch eingesackt. Das wären 11, das wären 14, 25, von da oben aus 29. Nee, doch nicht. Ah, falsch gerechnet. Okay, sehr gut. Kaputt gemacht. Oh. So, deal 6 damage, gain 10 gold per enemy hit, discard your hand. Start defense, first strike. Ich bin einmal refreshen die Kacke, jawohl. Swing your defense and deal the same amount of damage. Weiß ich nicht. Charge an enemy, deal 7 damage, draw 1 card, deal 8 damage. Dem ich Steinewurf schmeiß. So stupid. Ich nehme die mal mit, warum nicht, ja. Gain 1 energy per 5 defense, ja, use all defense. Ne, das ist Unsinn, das passt nicht mit dem anderen zusammen. Nehmen wir die noch mit. Und das war's. Und spielen das hier.
All Curse Damage increased by one. Krass, Alter, wie sollen wir denn alle einsammeln? Insane. 1, 2, dann dahin. Das sind Bogenschützen-Heinis hier. Gain 2 Defense and 1 Spike for every 100 Gold you have. Ich glaube, das ist sinnvoll hier. Weil wir hier eine Menge Geld bekommen auf der Map. Ah nein, ich hätte noch einen höher machen können mit dem hier. Naja. Boah, fuck. Ja, ich bin so dumm. Ja, wir es viel besser planen können, weil jetzt hätte ich hier nochmal mehr bekommen. Ach, stupid. So. Und Healing. Victory Clock 10 Shards. Wouldn't having collected all the shards. Ist das... Hä? How? Hä? Ist das nur wegen der Sidequest? Weil ich meine... Wir müssen noch drei einsammeln. Die, die und die. Und wir brauchen auf jeden Fall irgendjemand anderem, um dieses drei in einer Runde einzusammeln. Da müssen wir Horses verkaufen und Dashes haben. Ich sehe gerade hier noch keinen. Ist das hier ein Stable? Ja, hier ist eine Waystation. Da wäre es... Aber das können wir eigentlich auch jetzt noch machen. Schnell dahin marschieren. Die Cash ausgeben für Horses ohne Ende und dann mal planen. Nur der hier und der hier wäre instant einsammelbar. Das heißt, dass ich hier lang gehe. Ja, woanders, da ist auch noch eine Waystation. Ja, das ist ja doch Quatsch. Da, hier fightet mich zumindest keiner. Dann marschieren wir jetzt hier hin. Das heißt, dass wir rückwärts gehen. Aber dann können wir auch nochmal die HP einsammeln. Ja, wir haben ja Zeit. Guck mal, wir haben gewonnen, wenn wir die drei angesammelt haben. Wir müssen die ja gar nicht killen, die ganzen Arschlöcher hier. Ich verstehe nur nicht, wie wir alle einsammeln sollen. Das kapiere ich nicht. Collect 10 Shards. Wir haben 7 von 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir sind auch 9 auf der Map. Wie? Hä? Hat man die Option, ob das noch nicht vorbei ist? Wir werden es herausfinden, indem wir wegmarschieren. Sammeln wir Healing ein, kriegen wir Damage von dem ganzen Trash, den wir hier bekommen haben. So. Ja. Spike für Geld.
Gib alle Horsies. Ich glaube, wir hätten das jetzt schon fertig machen können. Ich hätte einfach mit den Horses durchreiten können, jetzt wo wir gerade alle am Start gehabt hätten. Das war wahrscheinlich dumm, ja. Ja, schon. Ja, oh, das war wirklich stupid. Ich hätte die ganzen scheiß Horses einfach benutzen sollen. Einfach zack, zack, zack. Naja. Warten wir mal, bis wir nächstes Mal eine Menge Horses bekommen. War so dumm. Das ärgert mich, dass ich so dumm bin, ey. Wie viele Horses brauchen wir? Wir brauchen 1, 2, 3, also hier nach hier wäre es 1, von da nach da. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Also, nee. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das wären 2 Horses. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssten 3 Horses im Angebot haben. Hier nach hier wäre eins. Einsammeln. Aufgehen. Eins, zwei wäre vier. Einsammeln. Nee, es geht doch auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einsammeln. Ist das das Sechser und das Sechser? Ja. Einsammeln. Eins, zwei Energie, drei Energie. Ja, 4 Energie, einsammeln und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das funktioniert. Und das dann. At last you have enough shards to reforge the purifying blade, but only the castle has a forge powerful enough to achieve such a feat. You will have to survive long enough to reach it, as the curse has now reached the peak of its strength. Reach the castle. Okay, jetzt könnten wir noch alle anderen einsammeln. Das ist ja mega weird. Während dann quasi noch das, 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 das. Hier und der da. Und die da. Die beiden noch. Also theoretisch müssten wir jetzt nochmal einen Haufen Geld sammeln und dann wieder einen Haufen Horses zusammen. Ja, es fickt. Super weird. One spike per 4 defense you have. Schon. Machen wir nochmal so hier. Kriegen wir nochmal einen Spike dazu. Das ist aber durch, ja. Gib mal kein Geld aus. Ich würde gefühlt noch warten, weil jetzt einfach
Das ist eine Waystation? Die sehen alle so gleich aus. Hier unten ist noch eine. Wie viele Horses haben wir noch im Deck? Wir haben 5 gekauft, glaube ich. Hier ist nochmal ein 6-Horsey. Wir haben gerade ein 6-Horsey in der Hand. Und hier ist auch nochmal eins. Wir könnten also hier weiter wandern. 1, 2, 3, 4. Die Ort 1 haben wir hier. Alles pullen, was möglich ist. Ihn können wir stehen lassen. Zack, zack. Zack und zack. Und dann müssen wir hier oben noch die einsammeln. Oh, hier ist aber auch ein Stable. Den gehen wir erst nach oben. Denn wandern wir jetzt hier smooth nach oben. Ist das ein Corrupted Tile eigentlich? Ja. Wandern wir dahin. Wir haben nichts mehr anzugreifen. Ah, hier geht's gar nicht durch. Hier ist noch eine Wand. Ah ja, okay. Horsey Time hier hin. Dann dahin. Dash auf ihn. Damage auf ihn. Horsies kaufen. Defense sammeln. Den Base Draw nehmen wir gleich mit. Wir gehen jetzt hier das einsammeln. Wenn wir können, horchen wir auf das Draw. Können wir nicht. Einmal das weg, einmal so, einmal so. Noch mal 150 Tacken bekommen. Ach, ich habe es vergessen, dass man das Geld ja bekommt bei den Homies. Let's buy Horsey. Dann Horsey hierhin. Base Draw. Und Horsey hierhin. Wie geil. Hier, draw one card. Irgendwie ist das lustig. Und jetzt einfach hier die vier Dinger noch abhorsen. Und einmal komplett außen rum. Bis dahin kriegen wir kein Geld mehr. Aber da unten war ja noch ein Stable. Ja, dieser hier. Müssen nur zu dem gehorst kommen. Ist jetzt schlauer hinzuhorsen hier, ne? Kommen wir da hin? Das wäre noch 1, 2, 3, 4 Steps weiter. Würde gehen. 1, 2, 3, 4. Dann hier hin marschieren. Und Horsey auf die HP. Und dann können wir nochmal hier runterhorsen. Um wieder dichter an dem Teil zu sein.
Wo bin ich? Ach da. Wie, wo bin ich? Da, warum kann ich nicht hin? Das Wasser! Ah, ich muss durch den Dicken durch! Na! No. Fuck! Ah, scheiße, das habe ich nicht gesehen. Ja gut, dann müssen wir den Fetten erstmal fertig machen. Was ist denn hier ein Safe Spot? Gehen wir mal ein bisschen Geld einsammeln. Oh, noch 6 Energie. So, was gibt's hier zu kaufen bei euch? Gain 1 Energy per 5 Defense you have. Lose all Energy. 5 Damage. Range 3. Charge an enemy on arrival, deal 9-10 Damage. Gain 2 Defense. Ja. Und das auch. So, dann kann ich doch erstmal hier den hier machen und ein paar Spikes bekommen. Und dann chargen wir noch ihn hier. Wir sind ja auf keinem Corrupted Ding, ne? Ne, dann bleiben wir hier stehen. So. Ja gut, wenn wir nochmal den Dingens bekommen, dieses, die Karte, dass wir Negative Stats ablegen. Gain 1 Energy per 5 Defense you have. Area 1, 5, 15 Damage. Area 1, deal 8 Damage per adjacent enemy. Yeah. Nochmal Spikes klar machen. Bei Horsey. Oh, ich glaube, das war's tatsächlich ja noch an Horsey Needs, die wir haben. Kann ich hinter den dashen? Nee, der steht im Weg, okay. Dash aber direkt vor ihn, ja, haben wir ihn direkt am Start. So. Dank unserer Defense und den Spikes macht er jetzt nicht so viel. Kill dich mal selber, Bruder. Ich will keinen Spike für Session Energy. Wir kommen uns nochmal hier, das ist eine gute Sache. Den Berg hier drauf. Und das ist doch die letzte, oder? Mhm. So, jetzt gucken wir noch mal. Ganz aus, als wäre es die letzte. Vor allem durch die Quest auch noch. Ja, ja, ja und ja. Dann, was sollen wir jetzt noch machen? Bring the shards to the castle. Damn, da waren wir close dran. Jetzt haben wir das nicht aus Versehen gemacht. Bye.
Nice. Horsey, horsey, dash time.